war nur ein Traum. Ein schrecklicher Albtraum. Diese schreckliche Frau und das Gesicht meiner Schwester. Ich wünschte, das alles wäre nur ein Traum und meine Schwester würde in ihrem Bett schlafen. Stattdessen ist das hier die Wirklichkeit und ihr Bett ist leer. Das sind Martha und ich beim Patronatsfest. Das war erst vor ein paar Monaten. Und jetzt? Martha wollte ein Bild von mir für diesen Rahmen. Sie wollte, dass ich eine meiner Grimassen schneide, die sie immer zum Lachen gebracht haben. Grimassen, die sie nicht nachmachen konnte. Sie hat immer gesagt, das seien die Gesichter meiner Seele. Kann ein Foto die Seele einfangen? Kann ich Marthas Seele einfangen? Das Zimmer. Gruselige Märchengeschichten. Alles wirkt in letzter Zeit irgendwie gruselig. Dabei ist hier alles so schön und hell. Ja, schade nur, dass ich jetzt am Anfang nicht alles untersuchen konnte. Das ärgert mich jetzt immer noch. Dass ich auf diesen blöden Hinweis gehört habe, dass man zu der Mutter gehen soll. Dies ist Marthas Schmuckkästchen. In ihm könnten Hinweise darauf sein, was passiert ist. Tja, das ist für sie sicher auch sehr, sehr seltsam, dass sie dann plötzlich in einem Zimmer von ihrer Schwester schläft. Marthas Kleidung. Wenn ich sie trage, ist es, als wäre sie bei mir. Mama wird sich auch freuen, sie zu sehen. Oder ich könnte meine Kleidung aus dem anderen Kleiderschrank tragen. Der Magier habe ich freigeschaltet. Okay. Wieso der Magier? Wegen dem Hemd oder was? Oh, ich hätte es vielleicht nicht mit Controller spielen sollen. Der geht immer wieder nach vorne. Noch mehr gruselige Märchen. Die auch sehr seltsam gezeichnet sind irgendwie. Mein Schmuckkästchen ist immer verschlossen. Okay, und wir haben unseren eigenen Schlüssel nicht, oder was? Ja, dann. Aufmachen können wir auch nicht. Frische Luft reinlassen. Nein, wenn Mama dieses Foto sieht, wird sie es sofort wegwerfen. Lapo und ich. Ich möchte ihn so bald wie möglich sehen, damit wir gemeinsam über Marthas Tod trauern können. Die Schmetterlingssammlung, die Papa für mich gemacht hat. Ja. Ich verstehe bis heute nicht, dass man den Tieren sowas antut. Nanny kommt mich bald besuchen. Okay. Mein Kleid, das Martha getragen hat, als sie... Das heißt mit anderen Worten, dass man sie ja eigentlich umbringen wollte, ne? Weil alle mussten ja wirklich davon ausgehen, dass sie es war. Das bin ich mit Nanny. Oder vielleicht war es auch Martha. Niemand kann sich daran erinnern. Ja, das ist ja geil. Ich bin bereits angezogen. Ja, ich wollte nur hingehen, weil hier gerade eine Hand war. Dann halt nicht. Hier ist die ganze Familie zusammen. Ein sehr seltenes Ereignis. Ich habe alles, was ich brauche, immer in meiner Tasche. Ja, das Problem ist nur, das ist halt... Ah. Okay. Du hast die Tasche von Guilia geöffnet. Hier kannst du Gegenstände, die sie immer bei sich trägt, wie solche, die sie im Laufe des Spiels findet. Okay, dann verwenden... Versuche nur, den Schlüssel auszuwählen. Ja, das versuche ich ja die ganze Zeit. Der Schlüssel zu meinem Schmuckkästchen.
Wenn ihr mich das denn lassen würdet. So. Ich glaube, ich werde mich nie dran gewöhnen, mit den Schultertasten zu bestätigen. Mein Tagebuch. Juli 1944. Das ist ein... Was war das jetzt? Hallo? Hallo? Du warst gerade was am Lesen. Aber das ist kein Problem. Ein neues Kapitel in meinem Leben. Ein neues Tagebuch. Sie sagen, Sie haben uns zu unserer eigenen Sicherheit hergebracht. Papa, der Krieg und all die anderen Sachen. Nanny hat uns ihr Haus zur Verfügung gestellt und passt auf die Villa auf. Es ist seltsam, nach all den Jahren wieder hier zu sein. Ich erinnere mich, dass Nanny mir oft das Märchen von der Frau vom See erzählt hat. Es ist eine der wenigen glücklichen Erinnerungen aus meiner Kindheit. Nanny ist leider nicht hier. Aber Martha ist da. Außerdem kann ich Lapu häufiger sehen. Das ist wunderbar. Er hängt hier immer herum. Mama ist zum Glück zu sehr damit beschäftigt, das Haus zu reparieren. Und hat keine Zeit, sich um mich zu kümmern. Zumindest momentan. Okay. Ja, wenn ich jetzt auf Lesen gehe, dann ist das wieder... Moment, hier unten mit dem Kreuz kann ich weiterblättern. 16. Juli 1944. Der Wald hat etwas Unheimliches an sich. Jedes Mal, wenn ich am See bin, habe ich ein seltsames Gefühl. Vielleicht ist es die Legende der weißen Frau, die mir Angst macht. Irgendetwas stimmt mit mir nicht. Erst spüre ich, dass jemand anwesend ist. Und dann habe ich das Gefühl, mir das nur einzubilden. Aber egal, ich will ein paar Aufnahmen machen. Ich habe keine Angst. Ich würde eher sagen, ich bin ziemlich aufgeregt. Ich habe einige Dinge mit Martha ausgemacht. Sie kommt morgen mit mir an den See, um zwei neue Kameras mit Timern aufzustellen. Dann wollen wir sehen, was wir damit fotografieren. Natürlich erst nach einer kleinen Schwimmrunde. Um ehrlich zu sein, mag Martha Fotografie nicht so sehr. Und seit kurzem geht sie auch nicht mehr schwimmen. Aber sie verbringt gerne Zeit mit mir und ärgert mich. Wenn ihr dann langweilig wird, verschwindet sie in ihren Büchern und ich mache mein eigenes Ding. Es fühlt sich einfach richtig an, wenn wir zusammen sind. Hm. Okay, die haben auf jeden Fall... Aber ich bin mir unsicher, ob wir sie den ganzen Tag schlafen lassen sollten. Was meinst du? Was hast du gesagt? Wo sind die leise? Gut, ich werde sie nicht aufwecken. Ich schalte nur ihr Licht an. Dann weiß sie wenigstens, wenn sie aufwacht, dass sie fürs Frühstück nach unten kommen muss. Sie denken wirklich, ich sei Martha und könne sie nicht hören. Ich muss aufpassen, dass ich nicht rede. Sonst bekomme ich ernsthafte Schwierigkeiten. Hallo? Es ist der 18. Juli. Das ist schön. Ja, sie schaltet mein Licht an. Also gut, dass ich, beziehungsweise, dass die Martha taub ist, okay. Taub ist. Ist ja okay. Aber hallo, es ist so hell hier. Ich glaube, die hätte auch von selbst rausgefunden, dass es Tag ist. Also, das denke ich schon. Wo können wir denn hier hin? Da ist abgeschlossen. Jetzt zeigt er mir jetzt noch nichts an. LB, um zu rennen. Will ich denn rennen? Hier ist auch alles abgeschlossen. Okay. Das ist ja ein komisches Haus irgendwie. Total eng alles. Seltsam. Warum haben sie mein Zimmer abgeschlossen? Ich dachte, die wohnten da zusammen drin. Es waren noch zwei Betten jetzt gerade. Hä?
Marthas Frühstück ist fertig. Wir können gehen. Okay, ja. Es wird langsam spät. Hast du die Zeitung für Martha dagelassen? Du weißt, wie gerne sie die liest. Ja, Irene. Sie liegt dort auf dem Tisch. Und die Kamera? Lässt du sie dort liegen? Ja, Irene. Kannst du sie noch ein paar Tage dort lassen? Macht es dir was aus? Sie war für Julia. Ich werde sie bald weglegen, versprochen. Nur der Gedanke macht mich so traurig. Die Kamera dort zu sehen, ist als ob... Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Na gut, aber lass uns jetzt gehen. Wir haben zu viel zu tun. Wir können nicht den ganzen Tag hierbleiben und plaudern. Aber Mutter hat recht. Martha liest immer alles. Ich bin es, die jetzt stattdessen die Zeitung lesen wird. Sie werden den ganzen Tag unterwegs sein. Die Beerdigung vorzubereiten wird viel Zeit in Anspruch nehmen. Und der Krieg macht alles noch viel komplizierter. In den nächsten Tagen werde ich sie wenig bis gar nicht zu Gesicht bekommen. Im tiefen Winter schlief ich dicht am Feuer und Nanny wurde wütend. Willst du zu einem Stück Holzkohle werden, Julia? Ach, hier oben sind auch noch Sachen. Papa sagt, dass der hier von uns hergestellte Wein außergewöhnlich ist. Ich hasse Wein. Ich bevorzuge Bier. Kann ich verstehen. Diese Teller gehören nicht uns. Nanny hat sie hier gelassen. Ich erinnere mich gut an sie. Okay, haben wir denn sonst noch irgendwas? Außer der Zeitung natürlich, was wir hier noch... Ah, Moment. Das Familienwappen von Mama. Boah, irgendwann muss das ja wohl mal weggehen hier. So. Brutaler Mord in San Casciano. Julia K., Tochter einer angesehenen Familie, wurde in der Nähe ihres Hauses brutal ermordet. Die Carabinieri ermitteln. Ein mögliches politisches Motiv kommt ans Licht. Martha ist nicht der Politik oder dem Krieg zum Opfer gefallen. Sie wurde von etwas getötet, das viel naheliegender und doch viel weniger offensichtlich war. Ich werde die Wahrheit herausfinden. Na, wieso kann man das nicht verwenden? Hallo. Ich will das doch nur lesen. Weiß ich nicht. Also mehr nimmt er nicht an. Warum, weiß ich auch nicht. Schokolade. Ein seltenes Privileg für Menschen in diesen Zeiten. Für Julia, um viele weitere Fotos zu machen. Papa. Ich kann überprüfen, ob die Kamera noch funktioniert, indem ich ein Foto mache. Ich könnte einen Spatz fotografieren. Hier draußen gibt es davon total viele. Brot, Butter, Marmelade und Kaffee. Marthas typisches Frühstück. Ich bevorzuge Honig und Milch. Aber ich werde mich ihrem Geschmack anpassen müssen. Offensichtlich. Ein paar Vögel könnten in der Nähe von Mäuerchen sein. Ich lege immer Krümel für sie hin. Das ist schön, aber lasst mich doch einfach mal ein bisschen hier die Gegend erkunden. Leute, oh Gott, was ist denn hier alles noch drin? Ich habe Nanny gerne beim Kochen zugesehen. Ich habe dabei viele Techniken gelernt. Okay, hier kann man aber offenbar nichts machen. Wahrscheinlich, damit man sich eben nicht damit aufhält. Da kann man auch nichts machen. Na, doch, da kann man... Dantes Inferno von Doré. Was für fröhliche Bilder wir immer aufhängen.
Ja, ich meine, das sieht ja hier irgendwie sehr katholisch aus, so von der Optik her, aber dann noch diese komischen Bilder, da gucken wir gleich mal, da geht's nochmal runter. Pochibonsi, am Tag des heiligen Alexis tobt der Kampf in der von angloamerikanischen Bombenangriffen geplagten Stadt. Unsere Signora del Carmelo, eine Kompanie des Fallschirmregiments, hat gestern einen Gegenangriff ausgeführt und die Franzosen zum Rückzug gezwungen, indem sie bis zum Piazza del Mercato vordringen konnte. Die Situation ist derzeit unter Kontrolle. Florenz, 15. Juli 1944. General Erich K. Gemäß unserer vorherigen Vereinbarung senden wir Ihnen militärisch verschlüsseltes Kommunikationsmaterial. Das Gerät muss versteckt und geheim bleiben. Heil. Feldmarschall Karl H. Okay, hier ist nichts mehr drauf. Können wir sie nochmal angucken hier? Angucken ja. Interagieren? Nein. das hatten wir ja schon. Hier war ja eigentlich gestern was, was wir machen konnten. Ah, jetzt. Das Körbchen meines Hundes. Oder besser gesagt, das Körbchen des neuen Hundes. Ich weiß nicht mehr, was mit meinem ersten Hund passiert ist. Aber wenn ich an ihn denke, überkommt mich Verzweiflung. Okay. Das klingt nicht gut, als ob der einen Unfall hatte oder so. Da können wir sonst nichts machen. Aber schöne große Gegend hier. Also. Von innen sieht es grausam aus, aber so von außen die Gegend, das ist schon... Ne, wir haben so ein Glück. In diesen schwierigen Zeiten sind die Vorratskammern leer und die Menschen hungern. Aber mit einem deutschen General als Vater ist das Essen niemals knapp. Aber was sind das bitte für Dosen? Kann man die überhaupt noch essen? Die sehen aus, als ob die schon ein halbes Jahrhundert irgendwo in der Ecke gestanden haben. Okay, Kartoffel, Gemüse, das ist schon mal gut. Schauen wir mal im Keller. Ja, ja, ist das hier groß. Oh. Kurzwarengeschäft Lorenzini. 5 Meter grauer Baumwollstoff. 6 Meter weißer Leinenstoff. 4 Meter grüner Satin. Ausgeliefert am 5. Juni 1944. Im Falle eines Problems kontaktieren Sie uns unter der Nummer 6987. Und dieser rote Stoff hier? Er wurde nicht erwähnt. Könnte der auch von Mama sein? Oder könnte Nanny ihn hier gelassen haben? Ich wollte gerade sagen, also, wenn die das grün nennen, dann sind die aber wirklich farbenblind. Mamas Nähmaschine. Sie lernte das Nähen, weil es sonst niemand nach ihrem Geschmack machen konnte. Ja, ist gar nicht so dumm. Die könnte hilfreich sein. Wenn jemand abstechen willst, ja. Ja, ich weiß, dass wir ein Foto machen sollen. Diesmal falle ich nicht drauf rein. Mamas Medizin. Ob sie ihr wirklich helfen wird? Okay, hier oben ist nichts mehr. Nein? Diesen Stoff kenne ich. Aber ich glaube nicht, dass ich ihn jemals im Haus gesehen habe. Okay. Eieiei. Unser Wein. Papa ist sehr stolz auf ihn. Hm, und offenbar ist schon mal was zu Bruch gegangen hier, hm? Was ist das denn? Zuerst wollte ich sagen, das ist so ein Kinderspielzeug, aber das sieht eher nach was anderem aus. Gut, das ist hier so, oh, so weitläufig. Hier kann man nichts mehr machen. Das sieht mir nach einer Dunkelkammer aus. Papa hat hier seine Dunkelkammer eingerichtet. Er fotografiert wegen seiner Arbeit nicht mehr. Aber die Fotografie ist immer noch seine wahre Leidenschaft.
Ich darf die Dunkelkammer benutzen, wenn ich es möchte. Bevor ich den Vergrößerer benutzen kann, sollte ich ein Foto machen. Ja, ich gucke mir ja nur alles an. Man entwickelt Fotos mit drei Bädern. Das Entwicklungsbad, dann die erste Spülung und dann das Fixierbad. Die zweite Spülung erfolgt anschließend direkt im Spülbecken. Okay, kein Kommentar. Das sind dann vermutlich Bilder von mir, nehme ich mal an. Papa hat dieses Gerät letzte Woche herbringen lassen. Es ist alt, aber es funktioniert noch. Er hat Technik schon immer geliebt. Ja, also viel können wir jetzt hier nicht machen. Aber wir wissen dann zumindest schon mal, wo wir hin müssen, wenn wir das Foto geschossen haben. Sag mal, was geht denn hier ab? So von wegen Kriegszeiten und man hat keine Vorräte und hier lagern sich in den Fässern, keine Ahnung, was sich darin lagert, ob das jetzt auch noch der Wein ist, wahrscheinlich eher nicht. Vielleicht ist es ja auch Bier oder so. Diese Werkbänke faszinieren mich. Ich würde gerne das Tischlerhandwerk erlernen. Hier hat der Mann von Nanny meine Puppen gemacht. Die Puppen, mit denen ich gespielt habe, wurden hier hergestellt. Das habe ich als Kind nicht gewusst. Sie haben mir immer erzählt, eine Fee hätte sie gebracht. Ich habe ihnen nicht wirklich geglaubt, aber der Gedanke war schön. Das glaube ich. Oh, hier gibt es nochmal riesige Fässer. Hallöchen. Das ist ja wie ein Tee, so, da kann man ja reingehen. Aber hier ist nichts so dazwischen, was man eventuell anklicken könnte oder so, ne? Rauskommen wir hier wahrscheinlich auch nicht. Nee. Na gut, dann gehen wir jetzt mal nach oben und machen tatsächlich mal das Bild. Ja, aber da das eigentlich ein neuer Abschnitt ist und die Folge nicht zu lange werden soll, habe ich mich dann dazu entschlossen, hier erstmal einen kleinen Cut zu machen und den Rest sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dann! Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.